Okay. Not gonna happen. Können wir das dann vielleicht zumachen? Religiöse Gegenstände, nichts Nützliches. Okay. Das Schuldeingeständnis des Schatzmeisters. Ich habe den Glauben verloren. Ich habe mich von Gott losgesagt und Selbstmord begangen. Es ist dunkel und leer, wie fast alles hier. Ist das ein Ort zum Verstecken? Nein. Ein Beichtstuhl hat eine Öffnung, durch die man Papierblätter einwerfen kann. Haben die Leute schriftlich gebeichtet? Tarotkarte, Sammelobjekt, die Tür. Okay. Die Dunkelheit. Die Schriftrolle ist voll mit chaotischen Kritzeleien, viele davon wahllos übereinander. Es macht bestimmt irgendeinen Sinn, ich würde mir das einmal schon genauer angucken. Es scheint fast so, als wäre die Hälfte der Treppe gewaltsam herausgerissen worden. Oh ja, ein Versteck. Supi. Ein großer Baum wächst in den Ruinen. Die Decke muss schon vor vielen Jahren eingestürzt sein. Möglich? Auf dem Altar befinden sich eine verschlossene Kiste und einige Kerzen. Wer das wohl hier gelassen hat? Er will nicht wissen, was da drin ist. Okay. Die Kette hält das Weihrauch fast in der Luft. Gut, hier ist eine Tür. Ah, da hinten waren wir noch nicht ganz durch. Bibel des Schatzmeisters, Bibel mit durchgestrichenen Passagen und Notizen von Bruder Victorino, dem Schatzmeister der Abtei. Nichts ist wahr. Wir sind allein, verloren und allein im Universum. Es gibt keinen Gott, denn Gott ist nichts. Gott ist nur Staub und Träumerei. Vergleich mit der Dunkelheit, die ich sehe. Verglichen. Der Teufel ist die Fantasie eines Kindes, die Hölle ist eine Parodie. Bitte lass es aufhören, egal was es kostet. Sie haben diese riesigen Kreuze dort in der Ecke gestellt, fast als ob sie es loswerden wollten.
Ja, vielleicht. Gebete in Latein. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Oh, da ist noch ein Schild. Möchte ich mir gern angucken. Von der dekorativen Leinwand sind noch Reste erhalten. Sankt Cecilia Winterkonzert. Ja, das war wohl nicht so gut. Dieses Konzert. Hey, Dan. It's no use. You won't be able to open that door. Wenn Daniel immer noch versucht, die Tür zu öffnen, verschwendet er wirklich seine Zeit. Okay, interessant. So, das heißt, hier haben wir alles abgesucht. Das mit dem Weihrauch ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Dieses Gerät muss verwendet worden sein, um den Weihrauch zu verbreiten. Jetzt scheint es sich bald von der Kette zu lösen. Kann ich vielleicht jetzt die Kette benutzen, weil ich mir das jetzt angeguckt habe? Nee. Aber irgendwas scheint damit zu sein, ne? Müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Okay, das meintest du, Jana. Ich verstehe. Oh nein. I just barely made it out of there. Huh? Hallo Yoko. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay. Leider ist der Wandteppich in Wirklichkeit in einem. Ein Wandteppich im wirklich schlechten Zustand. Meine Herren, ey. Sakramente-Objekte überraschend gut organisiert. Es passt, als wären sie in der Zeit eingefroren. So, die können wir jetzt öffnen. Wunderbar. Und dann wählen wir Tür Nummer 1. Erstmal. Hier liegt nichts mehr, ne? Nein. No. Haben wir noch einen? Nein. Bei dem Weinpool? Bei
Wein für die Messe, schätze ich, eine gute Ausrede zum Trinken. Das kann man nicht bestreiten. Tagebuch. Ich habe seit unserer Ankunft nichts getrunken. Ich bezweifle, dass das die Ursache für das ist, was mit mir passiert, obwohl ich ein Stärkungsmittel brauchen könnte. Diese verfluchte Melodie. Wolfgang hat die Partitur in einer Bibliothek unter alten Schriftrollen und Manuskripten aus der antiken Stadt Byzanz gefunden, die gar nicht erst hätte lesen sollen. Sie war in Psaltik verfasst, der byzantinischen Schrift, und keiner dieser Dummköpfe wusste, wie man es liest. Ich musste sie auf die üblichen Notenzeilen übertragen, damit wir sie in unserem Repertoire aufnehmen konnten. Es ist eine einfache Melodie. Es ist unglaublich schwer, sie aus dem Kopf zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich alleine übe, fühlt es sich verstörend an. Mir kommen unaussprechliche Gedanken in den Sinn und ich fühle ein tiefes Unbehagen. Und trotzdem spiele ich jedes Mal, wenn ich meine Violine ansetze, die Melodie erneut. In Gruppenproben scheinen sich diese Effekte zu vervielfachen. Und obwohl es keiner von uns zugeben möchte, kann ich die Unruhe in ihren Augen sehen. Ich empfinde sowohl Angst als auch Neugierde, wenn ich an das Konzert denke, an unseren gemeinsamen Auftritt, den Moment, in dem die Stimmen der Mönche die Kirchenseele füllen werden. Okay. Metallstück eines alten Instruments. Ist das von... Ja, wir können neue Rippen brechen. Zahllose eingelagerte Gegenstände. Man könnte sie fast als versteckte Schätze bezeichnen. Ja, damit wir es reich danach. Das Gemälde ist in gutem Zustand und sieht wertvoll aus. Es ist seltsam, dass dir in all den Jahren nichts gestohlen wurde. Seltsam, aber verständlich. Instrumente für Astronomie, Geografie. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Hascha ein ähnliches Teleskop. Was? Ein ähnliches Teleskop. Sankt Celia ist die Schutzheilige der Musik. Das erklärt wohl die ganzen Instrumente. Jo. Können wir mit dem Spreizer vielleicht jetzt dieses Holzding aufmachen? Weil sonst sind wir wieder auf dem Stand von eben, ne? Jobex, hallo! Geht's dir gut? Ich probiere das, glaube ich, mal, ne? Muss ich jetzt hier raus? Oh mein Gott, das funktioniert. Ja, aber schnell. Schnell. Nicht so langsam. Einfach schnell. Greif zu, nimm's raus, Arm wieder zurück. Oh, Alter.
Noch gechillter. Hey Tobi. So, den Schlüssel brauchten wir jetzt für mehrere Sachen. Dann gucken wir erst hier. Und hören. Nix. Nur das Meer. Oh, Notiz über Pflanzenextrakte. Eine unvollständige Anleitung zur Herstellung des natürlichen Desoxidationsmittels. Das Schloss des Lagers ist vollständig mit Rosen bedeckt. Ich brauche eine ätzende Substanz, um es zu öffnen, um die Mischung von Dilucus wäre perfekt, nachdem ich unleserliche Namen hinzugefügt und gekocht habe. Es wächst überall, ich muss einige der charakteristischen roten Blütenblätter sammeln, allerdings müssen sie da zuerst blühen. Okay, das haben wir. Das heißt, wir müssen die kochen und dann wird es ganz grausam nachher. Super, ich freue mich. So, hier sehe ich nichts mehr. Okay, ich nehme an, dass dieses X dann uns egal ist und dieser Raum einfach irrelevant ist. Hoffe ich jetzt. Hallo, okay. Dann gehen wir jetzt zunächst in den Raum hier vorne noch. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Vibe. Eul alleine mit dir selbst. Nein! Okay, Gott sei Dank. Da war wieder das Ich muss an der Tür hören Symbol. Dieser Mechanismus ist eindeutig dafür ausgelegt, etwas zu bewegen, aber ich weiß immer noch nicht, was oder was ich hier einsetzen muss, um ihn zu benutzen. Die Gartenschere. Die Schaufel. Es riecht nach ranzigem Essig hier drinne. Okay. Der Mechanismus für die Kette, für den Weihrauch? Stimmt, ne? Und die Kurbel war irgendwo da unten. Aber ich glaube, die können wir nicht mehr wieder rausnehmen. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Okay. Dann haben wir jetzt den Friedhof. Also wie ist der beste Weg? Da schon mal nicht, okay. Und dann... Oh, freue ich mich über den Friedhof. Hat sich die Geräuschkulisse hier ein bisschen verändert oder irre ich? Ja. Wow. Gruselige Hand, die mir den Weg weist. Die drei Statuen, die bedrückt nach unten gucken. So, die Sache ist, warum sollte ich das hier überhaupt aufmachen, wenn da plötzlich Licht angegangen ist? Gut, ich werde den Schlüssel nicht mehr brauchen, ganz toll. Woo. Also, ich höre nichts. Was für ein schrecklicher Albtraum ist das? In was zur Hölle bin ich hier nur reingeraten? Steinfigur, eine Skulptur der Jungfrau Maria. Die Figur ist viel schwerer, als sie aussieht. Okay. Nimmt er die nicht mit? Kombinieren? Der Schaufel. Nein. Hat dieser Mann die Leiche mit der Schubkarre hergebracht? So eine Scheiße. Tagebuch des Abts. 25. November 1912. Ich habe angeordnet, dass alle Partituren verbrannt werden sollen. Wir haben jeder Zelle Kerzen und Lampen aufgestellt, ohne Erfolg. Das Schreien hat nicht aufgehört. Was für eine Art Buße ist das? Was war unsere Sünde? Wir haben nichts getan, außer zu singen. 29. November 1912. Wenn mir etwas zustoßen sollte, ist der Schlüssel in Sicherheit. Niemand darf ihn finden. Ich werde ihn unserer lieben Frau der Kerze anvertrauen. 8. Dezember 1912. Ich muss etwas tun, ich fange an, meinen Verstand zu verlieren, wenn ich hier eingesperrt bin. Hinter jeder Ecke scheint Gefahr zu lauern. Jedes Flackern der Kerze lässt mich in die Dunkelheit fürchten. Und was in ihren Tiefen lauert. Die Brüder haben nach Ernino, Victorino und Malaquias gefragt. Aber ich erinnere mich nicht an nichts. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich nur groteske Formen, die sich im Dunkeln winden. Was passiert mit mir? 11. Dezember 1912 R. Okay. Eine Statue. Sein Abbild soll verehrt werden. Buße, um uns alle zu retten. Oder diejenigen, die vielleicht noch Erlösung finden. 13. Dezember.
Sie verstehen diese Buße nicht. Sie erkennen nicht, dass dies unser einziger Weg zur Erlösung ist, sofern es etwas überhaupt gibt. Unleserliches Datum. Nein, ich muss Vertrauen haben. Die Wege des Herrn sind unergründlich. In der dunklen Ecke meiner Zelle spüre ich seine Blicke auf mir. Ich fühle, wie er sich nähert und die Kerze erlischt. Ich kann nicht sehen, aber ich weiß, dass er hier ist. Er ruft mich, ruft uns alle. Wir müssen seinem Ruf folgen. Kommt, meine Söhne, kommt und teilt diese selige Vision. Lasst uns unsere Seelen im dunklen Licht des Heiligen Geistes baden und die Schönheit unseres Herrn in all seiner Herrlichkeit betrachten. Schön. What happened here? Oh, genug Platz, um mich dort runter zu verstecken. Oh mein Gott, das geht hier noch viel weiter. Ja, hat die Hände an die Wand genagelt, als ob sie was? Das eiskalte Händchen sind? Vielleicht stimmt ja mit mir was nicht, aber dieser Mann sah schon wie ein Mörder aus, bevor er das alles getan hat. Ja, stimme zu. Figur aus Holz, eine handgeschnitzte Figur der Jungfrau Maria. Das könnte Eiche sein. Aha. Wie viele Leute hat dieser demente Sadist wohl zerstückelt? Da sind auch überall Hände dran. Scheint so, dass er es geschafft hat, die Tür zu blockieren. Okay. Okay, da muss ich nicht hören. Aber da kamen gerade Geräusche her. Das ist eine Axt. Habe ich alles angeguckt? Da kann ich hören. Okay. Oh, das sieht doch hier überall so aus. What is that? Arschlochspiel, ey. Gipsfigur. Wachsfigur. Hat er nicht was von Kerze erzählt und... Ach, guck mal. Dann nimm die doch bitte mit, hm? Ja, hat er gemacht. Das denke ich auch. Bronze. So, dann gucken wir uns das hier noch an. Verdammt, in der Hand von diesem Ding ist eine Papierrolle. Verdammt, was ich hier sehe, lässt sich nicht in Worte beschreiben. Großer Gott, es ist die schwarze Figur, die von der Daniel und Färber gesprochen hatten. Das kann nicht echt sein. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass das wieder ein Geständnis sein wird. Deshalb wiege ich uns in Sicherheit. Was sagt der Rest? Außer Kalle, der sowieso alles mitnehmen würde und alle sterben lassen wird. Und Jana, die alle sterben lassen wird. Siehst du? Nix Fake News. Okay, wir wissen, wo wir uns verstecken können.
Wenn die Hände mich greifen, muss ich das mit WASD lösen. Okay. Ganz toll. Ich habe meine Kinder in die Irre laufen lassen. Ich kann sie jetzt nicht mehr retten. Sie können nur noch den Augen Gottes Erlösung finden. Ja, voll schön. Tschüss. Nee, geh bitte rückwärts. Danke. Tschüss. Okay. Kommen wir da jetzt easy hin? Nicht so richtig, ne? Halb easy. Ich gehe davon aus, dass wir eh nochmal da hinkommen wegen der Kette. Und dem Weihrauch. Und so weiter. Jetzt passiert doch bestimmt was, weil draußen Geräusche waren.